Am 20. Juni, 6 Tage nach dem rassistischen Vorfall in Grevesmühlen, wurde in der Kleinstadt zu einer Menschenkette aufgerufen. Rund 500 Personen versammelten sich im Plattenbaugebiet Ploggensering, um ein Zeichen für den Zusammenhalt zu setzen. An der Menschenkette beteiligten sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin und der Wismarer SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge. Ich finde das ganz wunderbar, dass hier so viele Leute sind und zu einer Menschenkette sich zusammengefunden haben, weil die allermeisten Menschen wünschen sich ein friedliches Zusammenleben, eine offene Gesellschaft. Und das zeigen wir hier miteinander in Grevesmühlen. Und ich bin gekommen, um auch Solidarität zu zeigen. Wir stehen hier alle zusammen für eine offene, für eine freie Gesellschaft und gegen Rassismus. Wir müssen als Demokraten zusammenstehen und alles unternehmen, um Rassismus nicht weiter gedeihen zu lassen. Und wir sind als Demokraten mehr als die, das müssen wir aber nur zeigen. Da müssen wir Politiker und jeder an seinem Platz im Alltag zusammenstehen und heute ist das ein Symbol dafür und deshalb bin ich hier. Die Ermittlungen des Vorfalls sind noch nicht abgeschlossen. Grevesmühlen duldet keinen Rassismus und setzt sich für Toleranz und Vielfalt ein. Wir halten zusammen. Wir wollen das einfach nicht hinnehmen, dass man kein Stadtfest feiern kann und dann Angst haben muss oder dass die Schüler in der Schule Angst haben müssen, weil sie gemobbt werden, angepöbelt werden, rassistisch beleidigt werden. Das wollen wir nicht. Ich bin selbst Lehrerin an der regionalen Schule da auf dem Campus und trete jeden Tag dafür ein. Also gegen Hass und Hetze, vor allem gegen Kinder, Hass und Hetze. Dagegen sind wir natürlich ganz, ganz besonders. Wir haben alle Kinder und Enkelkinder und wir finden das ganz fürchterlich, dass hier sowas passieren kann. Ich will ein Zeichen setzen. Also die Entwicklung ist beängstigend, sage ich. Ich habe nie geahnt, dass das so schlimm ist. Die kommen jetzt aus den Löchern rausgekrochen. Und das AfD wird immer stärker und das ist ja, der muss sie gegensteuern, sage ich mal so. Das ist der einzige Grund. Ich möchte ein bisschen was tun für die Demokratie. Laut der Polizei waren 460 Menschen an der Versammlung beteiligt. Aufgerufen hatten unter anderem das Bündnis Grevesmühlen für alle und engagierte Initiativen der Stadt. Von den Veranstaltern wurde mit mehr Beteiligten gerechnet. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen mit noch mehr gerechnet. Aber ich bin froh, dass überhaupt Leute gekommen sind und doch so viele. Ich bin mega happy, dass es so gut geklappt hat, dass ich so viele verschiedene Leute sehen kann. Mit bunten Bändern hielten sich die Grevesmühlener aneinander fest. Mit der gemeinsamen Botschaft, zusammen gegen Rassismus zu kämpfen.